Sie alle fassen mit an. US-Präsident Trump, sein Amtskollege aus Ägypten und der saudische König legen die Hände auf einen Globus, eröffnen so das neue Antiradikalisierungszentrum in Riad. Zuvor mahnte der US-Präsident, auch beim Kampf gegen Terrorismus müssten alle mit anpacken. Wir können das Böse nur besiegen, wenn jeder in diesem Raum seinen Anteil dazu beiträgt. Jagt Terroristen aus eurem heiligen Land, vertreibt sie von dieser Erde. Helfen sollen Waffen aus den USA. In Riad unterzeichnete Trump Rüstungsverträge im Wert von 110 Milliarden Dollar. Von seiner Anti-Islam-Rhetorik aus dem Wahlkampf keine Spur mehr. Statt Säbelrasseln trautes Schwerter schunkeln. Auch Tochter Ivanka ruft auf zum Zusammenhalt. An diesem Tag ging es um Toleranz, Hoffnung und Frieden. Über 50 arabische Staatschefs haben sich mit meinem Vater in Optimismus und Einheit verbündet. Als nächstes reist Trump nach Israel weiter. Dort ist man wenig begeistert über den Waffendeal mit Saudi-Arabien. Zuvor hatte Trump Informationen, die vom israelischen Geheimdienst stammen sollen, an Russland ausgeplaudert. Premierminister Netanyahu macht trotzdem gute Miene, bezeichnet den Besuch Trumps als historisch. Den US-Präsidenten will man um jeden Preis als Partner behalten.